Jo, halt zurück zu Silent Hill. Das letzte Mal haben wir hier die eine Seite von dem Schloss geknackt. Jetzt brauchen wir noch hier vierstelligen Code. Aber wir haben nur unten bei den M-Räumen noch irgendwas, ne? Hier auf der Map. Was sagen die anderen? Das sieht vollständig aus. Ja, Keller wollen wir gar nicht angucken. Okay, also gehen wir zu den M-Räumen und gucken uns das mal an. M. Weiß gar nicht. Mal eben kurz gucken. Komplett lost, warte mal. Durch die Toiletten müssen wir und dann weiter runter. Ja, wir haben ja die Tür schon offen, ne? Brauchen wir gar nicht rüber kraxeln. Oder? Ja, durch L und dann rüber und runter, genau. Mhm. L, was haben wir eigentlich an Muni? Okay. So, rüber, runter. Was hatte ich jetzt gesagt? Shit, vergessen. Yo. Wir müssen durch M4 in M3 rein. Eigentlich alles schon mal gemacht. Also hier hatten wir diesen... das Waschbecken mit Pillen. Sechs Pillen. Und wir hatten hier dieses Klemmbrett hier gefunden oder diesen Hinweis gefunden. Hier ist das in der Wand. Wo ist denn das Ding, was wir hier gefunden haben? Boah, das sind alles die alten Dinger. Kalenderblatt. Da ist auch das Schloss drauf, sehe ich gerade. Okay, ein Jahr, warte mal. Ein Jahr lang haben sie mich beobachtet, haben mich unzählige Pillen gefüttert. Wenn die laute Stunde kommt und die Finsternis hereinbricht. So, die Finsternis. Zitter ich wie Espenlaub. Warte mal. Okay, es flackert immer zweimal. Sechs Pillen. Was stand auf dem Zettel? Ah, wo ist das hier? Oh, jetzt müssen wir es wieder suchen. Da ist es. Also 1, 6. Die laute Stunde. I don't know. Es flackert zweimal. Die Uhr, die ist dann da drüben oder was? Habe ich noch nie gesehen. Geh durch. Ich übersehen wahrscheinlich wegen Fights oder voll in Panik. Benutzen. Ja, wir waren hier schon mal, haben alles abgegrast. Die Uhr habe ich überhaupt nie gesehen. Was bringt uns das alles? Okay, die Uhr müssen wir jetzt einstellen, ist klar. Warte mal kurz. Das mit dem Fragezeichen haben wir eigentlich noch nicht geklärt, ne? Okay, aber mal hier die Uhr einstellen, was immer wir da einstellen können, bewegen. Okay.
Vielleicht brauchen wir auch noch wieder einen Zeiger. Okay. Alter, what the fuck? Oh. Lauf, Junge. Boah. Okay. Geht sie weg. Alter. Okay, 2 war die Uhr. Warte mal, jetzt müssen wir mal eben überlegen. Was war das? Ein Jahr festgehalten. 6 Pillen. Mist, was war das andere? Dunkle Stunde, warte mal, dunkle Stunde und 2x flackern oder umgekehrt? Ah, okay. Okay. Katsching. Okay, dafür ist der Schlüssel. Gut zu wissen. So, was ist da drin? Lapis Schlüssel. Nothing. Okay, was ist das? Eine Münze? Was ist das? Zunge ist es nicht. Und der Arm ist ein Hebel wahrscheinlich, oder? Ah, das ist ein Detail, was fehlt. Hm, oder auch nicht. Ja, für den, okay, dann geht's in den Keller, scheiße. Und ich dachte, das wäre jetzt, wollte gerade sagen, das ist doch ein, beweg mal. Bewegen. Wie? Okay, habe ich noch nicht geschnallt. Lass mich raten, wir müssen in den Keller irgendwas kriegen aus dem Keller und dann hier wieder hin. Machen wir natürlich. So, das Knöpfchen haben wir. Everyone, thanks for tuning in. Welcome to another exciting edition of Trick or Treat, where you answer our questions correctly and win a prize beyond your wildest dreams. Or you fail to answer correctly and receive the punishment. It's all in the hands of our lucky contestant, James Sunderland. James, are you ready to play Trick or Treat? Excellent. Here's your first question. In the early 1800s, a terrible disease spread across Silent Hill, resulting in the death of many of its inhabitants, their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave. How many souls were lost during the plague? 1, 42, 2, 67, 3, 85. Know the answer? Well, you better hold on to it. You never know when it might come in handy. Now, on to the second question. Follow Sanders Street heading east and further on to the outskirts of town. One and only one road will take you towards the lumber yard and the cemetery. What is the name of that road? 1. Bachman Road. 2. Munson Street. 3. Wiltsey Road. Did you get that? I sure as hell hope so. And for a third and final question,
Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Loquet. But what was the name of the other victim? Billy's sister. One, Miriam. Two, Heather. Three, Julia. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? If so, fantastic. The time will soon come to collect your prizes. But be careful. If you're wrong, well, looks like that's all the time we have for today, folks. Thanks for tuning in. See you somewhere, sometime, in sickness or in health. Bye. Alter, was zum Teufel, was weiß ich, ey. What the hell was that? Tja. So, wie man zum Holzlager kommt, kriegt man noch raus. Auf irgendeiner Map, denke ich mal. Den Rest, keine Ahnung. Das erste, würde ich sagen, ist 3. Die meisten 85 Leute, keine Ahnung. Digga, das ist der Keller. Keller, lass mal gucken, ob die Treppe irgendwie funktioniert. Man weiß es nicht. Vor allen Dingen, wer hier alles auf uns wartet, weiß man auch nicht. Mom wartet schon mal. Okay. Okay, danke dafür. Der läuft ja wenigstens noch, das ist ja schon mal was. So, wo zum Heck wollen wir eigentlich hin? Drüben ist scheinbar eine Leiter, ne? Ups. Oder? Ne, auch nicht. Okay, also hier ist alles Dead End. Oh, geil. Ich nicht gesehen. Aber jetzt. So, nochmal eben alles ablaufen. So, hier kamen wir her. Da geht's nicht weiter, hier geht's durch. Kurz mal nachladen. Die gönnen uns einfach gar nichts, ey. Schweine. So, das ist die andere Seite vom Abgrund, ja. Also hier durch. Schon klar. Und wo? Wahrscheinlich direkt hinter der Tür. Ah, da hinten. Junge, nicht rumzappeln.
Okay, da wollen wir durch. Hier geht's nicht weiter. Ist wie es ist. Ist nochmal auf dem Abgrund auf der anderen Seite. Pumpenraum. Tja. Exit, schön wär's. Okay. So, das bringt dir nichts, ne? Nö. Okay. Kupferring. Oh. Das ist überraschend. Oh. Maria, I thought. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway. What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. Du wolltest doch pennen, ist doch deine Sache. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. Supposed to take care of me. Ei. So what about Laura? You found her? Das ist eine kleine miese Zicke gewesen. Die hat sich nicht fair verhalten. She ran away. Ja. We have to find her. Yeah, you, you really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and... I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her. Tja, das Blöde ist. Come on, let's go look for her. Das Blöde ist, dass Mom jetzt voll nervt wieder beim Schießen und so. Okay, 9 Schuss. Wir wollten hier durch. Ja. Hier ist sie zumindest mal hergekommen und vielleicht müssen wir hier auch noch irgendwas finden. Exit, aha. Okay. Ja. Nicht, dass du jetzt wieder die ganze Zeit im Weg stehst. Was zur Hölle? Schwimmbad und so weiter, alles klar. Oh shit, ey, wir müssen alles nochmal ablaufen. Ich habe hier gar nichts gemacht. Jawohl. Es kann von Vorteil sein, weil wir komplett leer gelutscht sind. Nice. Danke. Das ist gut. Mhm. Geh einfach vor. What the hell is that? Well, what do you know? The Stroll of Marie. Maria, what are you talking about? I'm trying to keep things light, James. Just you and me, okay? Yeah. Sorry. Kann auch sein, dass sie da raus will, ne? Ich will jetzt hier erstmal gucken. Wir noch irgendwas mitnehmen können, weil wir sind jetzt so gut
ausgerüstet sind wir nicht. Was zum Teufel, ey, wo... Is that what I think it is? Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Me? You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Fine. Cute, is it? Kupferring, Silberring, yeah, oder was ist das? Thanks. Bleiring, okay. So, where to now? Keine Ahnung, wir müssen jetzt mal gucken. Wir wollen hier raus, Mann. Ach so, was. Die Tür geht schon mal auf, das ist ja schon mal positiv. Nehme ich mit. Okay. Ja, einfach aufmachen. Da können wir raus, denke ich mal. Jo, aber wir haben nicht die ganze Map. Wir haben jetzt zwei Ringe. Wer weiß, wie viel man braucht. Warte mal kurz. Apotheke. Haben wir noch nicht alles hier angeschaut, ne? Oder? Geht's da rein? Nope. Ist doch, wie es ist, ne? Im Fahrstuhl des Grauens kommt wahrscheinlich das Grauen runter. Jetzt ist die Frage, haben wir noch etwas hier? In der Apotheke. Zum Beispiel dieses nice Ding hier. Ey, ich habe das erst noch nicht... Oh. Das ist ja nett. Also noch tausendmal ausprobieren. Ich wusste es nicht. Aber wenn man das gesaved hat, ist ja alles cool. Das ist nice. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wir gucken überall rein. Egal, ob es was bringt oder nicht. So, und das heißt, wir müssen ja dann eigentlich entweder wir gehen hier nochmal raus. Ja, wir gehen hier gar nicht raus, aber wir gehen da hinten raus. Wir gehen tatsächlich nach oben, ne? Nochmal zwei Ringe und vielleicht reichen die ja.
ich jetzt aber nicht so richtig sagen. Mal ausprobieren. What is that? Da ist es. James? What's wrong? Let's just get out of here, okay? Mhm. What's wrong? Wirst du schon sehen. I thought you wanted to get out of here. I know. It's just... Something doesn't feel right. Come on. It's gonna be fine. Mm. Guck den Raum von innen an, Diggi. Das ist nicht so... heimlich. Heimbillig. Sollten wir in der Tat irgendwie hier rauskommen? It's done. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Na, ich weiß nicht. Ist keine Tür, ne? Ist nicht wirklich hier, genau. Okay. Alter, wo zum Teufel geht das hier hin? Sich, wäre das vermeidbar gewesen. Tja, wieder allein, so sieht es aus. Ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. So, wo sind wir? Eigentlich alles dann, oder wollen wir wieder raus? Ist das so? Guck
Konnte man hier jemals rein? Der ist jetzt neu, oder? Der war immer zu. Ich frage mich, wollen wir dann jetzt hier wieder raus oder was ist die Mission? Also hier war ja ursprünglich das Zimmerchen, in dem man saven kann. Kann man auch jetzt? Dann saven wir und machen Päuschen. Lass uns mal eben kurz gucken, ob wir raus können. Also, dass die Mission ist. Oh, wir brauchen noch einen Schlüssel. Das ist doof. Na gut. Dann suchen wir uns den und machen wir aber erst beim nächsten Mal. Okay, also bis dann. Ciao.